Ja, liebe Studierende, liebe Freunde der Wildtiere und des Waldes, wir bleiben heute bei den Raubtieren und wir bleiben auch heute nochmal bei den Hundeartigen, nämlich beginnen wir heute mit dem Wolf. Wölfe sind, haben wir in den letzten Wochen und Monaten relativ häufig erfahren, keine ganz normalen Raubtiere. Also eigentlich sind schon ganz normale Raubtiere, aber sie werden eben nicht wie ganz normale Raubtiere behandelt. Sie sind eben nicht wie Rehe, Elstern, Krähen, Eicheln, ja, sondern sie haben im Grunde aufgrund ihrer Sondersituation als große charismatische Arten, aber eben auch aufgrund der Sondersituation, dass eben viele Menschen mit diesen Tieren in Konflikt geraten, auf diese oder jene Weise eben eine besondere Rolle, die auch für das Management dann natürlich ganz entscheidend ist. Wir haben im Moment in Deutschland auch einen gewissen Wolfshype, hat einfach damit zu tun, dass wir seit 20 Jahren eine Wiederbesiedlung hier beobachten können, die extrem spannend ist, die aber eben auch zu Problemen führt und diese Probleme sind im Grunde noch weitgehend ungelöst. Es gibt so ein paar Ansätze, aber es gibt relativ wenige wirklich klare, fokussierte Strategien, wie wir mit diesen Problemen in Zukunft umgehen werden. Vielleicht erstmal eine Menge zur Biologie des Wolfes, vielleicht auch nicht ganz so viel heute, weil Sie können natürlich im Opal die Vorlesung von Professor Okama, die eigentlich an dieser Stelle als Gastvorlesung gehalten worden wäre, die jetzt aber leider aufgrund der Covid-19-Situation ausfallen muss. Diese Vorlesung können Sie als Foliensammlung im Opal auf jeden Fall nachlesen und auch durcharbeiten. Im Übrigen gilt natürlich auch, Sie können das ganze Thema Wolf, wer sich dafür interessiert, auch über das eigentliche Lehrthema hier hinaus, auch gerne in der ein oder anderen Literaturstelle nachlesen, zum Beispiel hier Handbuch Wolf, müssen Sie als Studierende hier auch nicht kaufen. Das gibt es in der SLUB auch auszuleihen. Die Art Wolf ist im Grunde, wie viele Arten, wie wir das auch bei vielen Arten schon kennengelernt haben, eine zirkumpolar verbreitete Art, also eine Tierart, die sich auf der gesamten Nordhalbkugel befindet und lebt, also Nordamerika, der Norden Europas, Mitteleuropa, bis hin nach Südeuropa und auch nach Nordafrika oder Kleinasien, Ostasien. Also im Grunde, die gesamte Nordhalbkugel ist vom Wolf besiedelt gewesen ursprünglich mal. Das war und ist wahrscheinlich immer noch eines der am meisten oder am weitesten verbreiteten Raubtiere und Säugetiere. Wir finden heute in Mitteleuropa, oder wir haben lange Zeit in Mitteleuropa nur noch Restpopulationen gefunden, in Skandinavien, Spanien, also auf der Iberischen Halbinsel, Balkan, Frankreich, Italien. Und wir haben jetzt eben eine zunehmende Wiederbesiedlung aus einer großen Population, nämlich der baltisch-osteuropäischen Population, die letztendlich das gesamte östliche Europa und auch Asien, Nordasien umfasst, die sich also im Grunde heutzutage, wenn man es populationsbiologisch betrachtet, erstreckt sich diese baltisch-osteuropäische Population des Wolfes im Grunde von Niedersachsen, Schleswig-Holstein bis nach Kamtschatka. Das ist ein großer Populationszusammenhang. Hier nochmal ein Übersichtsbild über die weltweite Verbreitung, über die natürliche Verbreitung und die Flächen, wo der Wolf heutzutage vor allen Dingen durch menschliche Einwirkungen nicht mehr oder erst langsam wieder vorkommt. Das ist im Grunde hier Mitteleuropa. Es sind Teile der USA und es ist eben auch Japan und Teile Ostasiens. Das waren Flächen, wo der Wolf früher mal heimisch war, aber jetzt ausgestorben ist und erst langsam dort wieder Fuß fasst.
Hier die Situation mal in Deutschland. Da haben wir ein ganz interessantes Phänomen. Wir haben praktisch hier eine Art Korridor. Das hier sind im Grunde die dunkelroten Punkte, sind die Wolfsrudel, die orangenen Flecken sind die sessilen, also sesshaften Wolfspaare, und das Gelbe sind die sesshaften Einzeltiere. Da sehen wir diesen Korridor in nordöstliche Ausbreitungsrichtung eigentlich. Und das Ganze endet natürlich hier in Polen nicht, das ist auf diesem Bild jetzt nicht dargestellt, sondern das geht natürlich hier in Polen weiter. Also dieser Populationszusammenhang, der besteht über Polen, über die baltischen Länder, über Weißrussland, über die Ukraine bis dann nach Russland und dann weiter nach Asien. Warum gerade dieses Phänomen der nordwestlichen Ausbreitungsrichtung? Das ist eine interessante Frage. Da gibt es verschiedene Hypothesen zu. Die eine Hypothese ist sicherlich die plausibelste. Das hat möglicherweise sehr viel mit der Hauptwindrichtung zu tun. Wir haben ja in Mitteleuropa vor allen Dingen Nordwest- und Westwindlagen. Und wir wissen, dass das im Grunde Tiere, wenn sie größere Strecken wandern, aus Sicherheitsgründen immer sich gegen den Wind orientieren. Und damit könnte natürlich sein, dass einfach durch die Hauptwindrichtung praktisch eine zufallsmäßige, oder nicht ganz zufallsmäßig, sondern eine einfach zufällig häufigere Ausbreitung in diese Richtung erfolgt ist. Andere Hypothesen gehen davon aus, dass sich in diesen Regionen sehr viele Lebensräume mit reichlich Beute befinden, dass dort also relativ hohe Huftierdichten vorhanden sind, gerade hier im Mitteldeutschland und Nordostdeutschland. Spielt sicherlich eine Rolle, wobei die hohen Huftierdichten gibt es auch sicherlich in anderen Teilen Deutschlands. Also allein wird das sicherlich nicht der Grund sein. Eine dritte Hypothese sagt, dass die Urstromtäler im Grunde auch in diese Richtung verlaufen, und große Raubtiere, das wissen wir, sind auf ihren Wanderungen sehr energiesparend. Das heißt, die würden also jetzt nicht mutwillig praktisch Hügel auflaufen, wenn sie im Grunde auch im flachen Tal wandern können. Brandenburg wurde hier und da auch genannt wegen der Sandböden als Argument, dass hier im Grunde gerade die Höhlen, also die Dens, wie man im Englischen sagt, die Höhlen für die Wurfbaue leichter zu graben sind, halte ich jetzt für nicht unbedingt im Zentrum der Wahrscheinlichkeit stehend. Aber ich denke mal, Hauptwindrichtung und Urstromtäler sind schon ganz interessante Ansätze, warum man es damit oder mit dem man es vielleicht auch begründen kann, warum das so ist. Tatsache ist auf jeden Fall, dass wir hier also in vor allen Dingen auch schalenwildreichen Regionen sehr häufig solche Ansiedlungen haben. Häufig sind das Truppenübungsplätze, wo natürlich häufig eine hohe Schalenwilddichte, eine relativ hohe Schalenwilddichte mit einer relativen Ruhe vor unkontrollierter Störung zusammenkommt. Das sind natürlich die militärischen Störungen, und sich aber Tiere erfahrungsgemäß, das haben wir beim Rothirsch ja auch schon gesehen, recht leicht gewöhnen können. Ja, die zirkumpolare Verbreitung, die noch zusammenhängenden Vorkommen in Osteuropa, das ist eigentlich das, was heute Ausgangspunkt der Wiederbesiedlung ist. Und diese Wiederbesiedlung erfolgt vor allen Dingen durch wandernde Individuen, das heißt also durch Jungtiere, Jährlinge, zweijährige Individuen, die sich irgendwann aus dem Rudel lösen und sich eigene Lebensräume suchen. Das ist ganz interessant beim Wolf, das finden wir eigentlich in allen Lebensräumen, auch auf allen Kontinenten. Der Wolf lebt in Mutterfamilien letztendlich, also in Rudeln, die im Grunde dominiert werden, wenn man das so sagen kann, von einem dominanten weiblichen Individuum. Dazu gehört ein dominantes männliches Individuum. Früher sprach man von Alpha-Fähe und Alpha-Rüde häufig. Der Begriff ist auch nicht ganz falsch, aber wird in unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet. Diese Wolfsrudel haben natürlich in ihrem Lebensraum nicht unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung. Das heißt also, ein Teil der Jungtiere bleibt beim Rudel, um den erwachsenen Alpha oder dominierenden Tieren bei der Jungenaufzucht zu helfen, und ein Teil der Jungtiere wandert im Grunde nach dem ersten oder zweiten Lebensjahr ab. Und diese abwandernden Tiere suchen eben neue Lebensräume, und dazu sind sie eben oft sehr lange und auch sehr weit unterwegs. Wir haben hier ein Beispiel, ein besenderter Wolfsrüde, der praktisch hier aus dem Südosten Deutschlands, aus Sachsen letztendlich
praktisch bis nach Weißrussland gewandert ist, wo sich dann seine Spur verlor. Das heißt also, solche großen Wanderstrecken kommen vor und dienen eben der Erschließung neuer Lebensräume. Interessant ist auch, dass diese Wanderung zu einer Zeit erfolgt ist, wo vor allen Dingen Ostwindlagen waren. Auch das würde für die Hypothese sprechen, dass die Windrichtung hier eine gewisse Rolle spielt. Diese Wiederausbreitung erfolgt im Moment sehr dynamisch und diese Dynamik der Wiederausbreitung führt natürlich auch ihrerseits wieder zu Konflikten, über die wir gleich nochmal kurz sprechen müssen. Die Frage ist erstmal, welche Lebensräume besiedelt der Wolf? Wölfe sind im Grunde in allen Biotopen, wenn man weltweit das Vorkommen mal anschaut, in allen Biotopen, die man sich so vorstellen kann, eigentlich vorhanden. Er ist also eine eurytope Art. Es werden unterschiedliche Landschaften besiedelt. Es ist im Grunde gibt es ja zwei, drei Hauptkriterien, wo Wölfe sich niederlassen können und sesshaft werden können. Das ist einmal die ausreichende Nahrungsbasis, das ist wahrscheinlich das wichtigste Kriterium. Es müssen einfach Huftiere als Nahrung da sein. Wilde Huftiere idealerweise, denn in dem Moment, wo wir es mit Haustieren zu tun haben und weniger Wildtieren, das sehen wir zum Beispiel in Spanien, Portugal, dort werden sehr schnell Haustiere auch zu einem signifikanten Beuteanteil. Wo genügend wilde Huftiere vorhanden sind, dort ist der Anteil an Haustieren relativ gering an der Beute des Wolfes. Wobei man natürlich aus der Perspektive des Huftierhalters ist das natürlich auch jedes gerissene Tier ein Tier zu viel. Das heißt also, man könnte jetzt nicht argumentieren, die Huftiere machen hier in Mitteleuropa und in Deutschland vielleicht nur wenige Prozent an der Beute aus. Deshalb ist das Ganze kein relevantes Thema. Natürlich ist es ein relevantes Thema. Aber dieses Problem kann man wahrscheinlich am besten lösen, indem wir einfach genügend Huftiere als Nahrung letztendlich vorhanden haben. Die Frage ist, warum ist der Wolf überhaupt verschwunden im 18., 19. Jahrhundert? Das kann man eigentlich relativ einfach beantworten. Wölfe sind verschwunden erstens durch menschliche Verfolgung, zweitens durch menschliche Verfolgung und drittens vermutlich auch, ist zumindest auch eine ganz interessante Hypothese, durch eine Nahrungsknappheit Mitte des 19. Jahrhunderts. Sie wissen, oder wir haben das diskutiert bei der Frage des Rotwildes, dort wurde durch die bürgerliche Revolution, Bindung des Jagdrechts an Grund und Boden, ein massiver Rückgang der Huftierpopulationen zu der Zeit auch beobachtet. Lokal ist das Rotwild zum Teil ausgestorben, das Schwarzwild ist zum Teil lokal verschwunden, das Rehwild ist sehr selten geworden. Und das ist natürlich auch genau die Zeit gewesen, wo der Wolf bei uns dann endgültig wirklich verschwunden ist. Also vermutlich war das auch eine nicht ganz unentscheidende Ursache. Aber natürlich primär auch die Verfolgung. Interessant ist, dass es in Japan auch Parallelen gibt. Also mit einem Einbruch der Sika-Hirsch-Population in Japan. Das war zeitlich auch koinzident mit dem Verschwinden der Wölfe auf dem japanischen Archipel. Also auch hier möglicherweise ein Mangel an Beute plus Verfolgung durch den Menschen. Tiere, die durch menschliche Verfolgung im Wesentlichen verschwunden sind, ausgestorben sind, lassen sich relativ gut wieder ansiedeln. Das Thema hatten wir mal beim Luchs auch schon kurz besprochen. Und vor allen Dingen eine Wiederbesiedlung, eine eigenständige Wiederbesiedlung, wie das jetzt beim Wolf passiert, funktioniert eigentlich immer dann gut, wenn wir diese Tierart in Ruhe lassen und wenn wir praktisch erstmal gar nicht groß eingreifen, dann läuft das eigentlich fast von selbst. Das aktive Management des Wolfes ist vor allen Dingen erforderlich, um die Konflikte mit dem Menschen zu lösen. Der Wolf kann das sehr gut ohne uns, also die Wiederbesiedlung brauchen wir nicht irgendwie zu unterstützen, aber wir müssen diese Tierart in Ruhe lassen. Wir müssen dafür sorgen, dass im Grunde Beutetiere da sind und dann läuft die Wiederbesiedlung, wie wir eigentlich sehr schön sehen. Ja, Beutetiere, welche Nahrung braucht der Wolf? Wir haben es mit einem Nahrungsgeneralisten zu tun, wie schon gesagt. Das heißt also, neben den Fleischfresser, neben der Eigenschaft als Fleischfresser, hat der Wolf also auch durchaus auch die Möglichkeit, auf andere Nahrungsquellen auszuweichen. Also wir haben hier beispielsweise im Spätsommer, Herbst durchaus einen sehr hohen Anteil an pflanzlicher Nahrung. Wenn die Früchte reif sind, dann ist es ähnlich beim Fuchs, dann fressen Wölfe auch eine ganze Menge pflanzlicher Nahrung. Gleichzeitig, auch das ist ganz interessant, kann diese Tierart
relativ große Beutetiere bewältigen, also auch deutlich größere Beutetiere, als es Wölfe selber sind. Und dazu muss im Grunde ein Jagdverhalten in der Gruppe, im Rudel etabliert werden und der Evolution sich entwickeln. Und das ist eine ganz interessante Frage und auch Hypothese, die, soweit ich das weiß, auch von Erik Ziem seinerzeit schon mal intensiv diskutiert wurde. Die Frage nämlich, diese Koevolution von Mensch und Wolf, beide haben sich im Grunde von einem in kleineren Gruppen oder in Kleinstfamilien lebenden Allesfresser zu einem zu Jägerpopulationen oder auch zu Jägergesellschaften bei Menschen entwickelt, die dann auch große Beutetiere, deutlich größere Beutetiere als man selber erbeuten kann. Wölfe können im Grunde Wisente, Auerochsen und Ähnliches erbeuten, und Menschen haben es ja auch schon sehr früh geschafft, zum Beispiel Mammuts zu jagen, das heißt also auch Tiere, die deutlich größer waren als man selber. Und das erfordert eine gewisse Summe an Fähigkeiten. Die Summe an Fähigkeiten hat sich offenbar bei beiden Spezies auch parallel entwickelt, also die Fähigkeit, Hierarchien zu bilden, die Fähigkeit zu kommunizieren in diesen Gemeinschaften, die Fähigkeit, größere Gruppen, Passagiere zusammenzuziehen und dann auch wieder kleinere Gruppen hinterher zu bilden. Das alles sind ganz, ganz spannende Parallelen, und möglicherweise erklären sich aus diesen Parallelen auch die sehr, sehr unterschiedlichen Sichtweisen, die der Wolf in der menschlichen Gesellschaft genießt. Eben eine sehr polarisierende Art. Auf der einen Seite der Wolf als, da kommen wir gleich mal drauf, als Ausgangsform des Haushundes, also im Grunde des besten Freundes des Menschen in Anführungsstrichen. Und auf der anderen Seite die Bestie, als die ja immer wieder auch gerne gezeichnet wird. Und dazwischen das, der ganz normale Umgang, wie ich am Anfang sagte, mit einem Wildtier, der kommt hier fast gar nicht in Frage. Also so wie wir mit Rehwild zum Beispiel umgehen, so könnte man dem Wolf ja eigentlich auch umgehen. Oder mit, wie gesagt, Rabenvögeln oder mit Enten. Aber das tun wir eben aus verschiedenen Gründen nicht. Die Beute wird typischerweise durch einen Kehlbiss getötet. Ich sage extra typischerweise. Ist nicht immer so, das ist immer so eine lange Diskussion, oft gerade bei den Rissbegutachtungen. Der Kehlbiss ist zwar typisch, der ist aber für den Hund typisch. Und der ist aber auch nicht immer vorhanden. Das heißt also, auch hier ist es kein unbedingt sicheres Merkmal. Katzen, Luchse zum Beispiel, haben häufig den Genickbiss, aber auch das trifft nicht immer zu. Also hier gibt es auch mal immer Ausnahmefälle von diesen Regeln. Beim Wolf ist auch interessant, das Brechscherzahnpaar, das wir schon bei mehreren Raubtierarten diskutiert haben im Gebiss, dient auch hier ganz typisch der Utilisation, also der Nutzbarmachung von großen Röhrenknochen. Das heißt, Wölfe sind im Winter durchaus in einem gewissen Vorteil, dass sie nämlich solche großen Knochen nutzen können, was Luchse nicht können, zum Beispiel Oberschenkelknochen, und damit das Knochenmark als wichtige Nahrungsbasis auch nutzbar machen. Darüber hinaus ist auch beschrieben beim Wolf, durchaus ja auch in bestimmten menschlichen Gesellschaften, dass es in Notzeiten auch zu Kannibalismus kommen kann. Das heißt also, wenn es dann wirklich ganz an die Substanz geht, dann gibt es eben auch schon den Fall, dass Wölfe auch Artgenossen nicht nur totbeißen aus Territorialitätsgründen, das werden wir gleich noch sehen, aber eben auch als Gründen der Nahrungsbeschaffung. Ja, die Familienverbände, die kleinen Rudel im Sommer und Herbst, entweder solitär oder in kleinen Rudeln, das hatten wir schon angesprochen. Im Winter schließen sich oftmals dann auch solche Verbände zusammen. Das ist häufiger eigentlich aus Nordamerika berichtet, Mitteleuropa jetzt nicht so häufig. Auch diese ganz großen Rudeln mit mehreren Dutzend Individuen, die sind eigentlich in Mitteleuropa bisher so nicht beschrieben, eher Osteuropa und Nordamerika. Im Rudel herrscht eine strenge hierarchische Ordnung. Das heißt, wir haben im Grunde dieses dominierende Paar, und dem ist dann sozusagen auch weiter hierarchisch der Rest der Individuen untergeordnet. Wir haben sehr viele soziale Verhaltensweisen, zum Beispiel das berühmte Chorheulen, also das Wolfsheulen, ist eigentlich ein Stimmfühlungslaut. Das heißt also eine Kontaktaufnahme zu eigenen Rudelmitgliedern oder auch durchaus Abgrenzung zu anderen
Wolfsrudeln. Schon erwähnt hatten wir die weiten Wanderungen. Interessant ist auch, dass diese Wanderungen regelmäßig auch über Jahrzehnte oder sogar fast Jahrhunderte auf ähnlichen oder fast gleichen Wegen stattfinden. Also wir wissen zum Beispiel, dass die Wölfe, die derzeit in der Lüneburger Heide leben, auch die jetzigen Wölfe dort im Grunde auf einem relativ engen Flussabschnitt bei Gartow die Elbe überquert haben. Das haben aber auch schon die Wölfe getan, die in den 1940er, 1950er Jahren oder auch schon im 19. Jahrhundert dort von Osten zugewandert sind. Da gibt es also offenbar sogenannte Wolfspässe oder Wolfswechsel, die immer wieder angenommen werden. Welche Gründe das hat, ist relativ offen. Vermutlich liegen die Gründe ganz ähnlich wie in der Frage, warum diese Nordwestsiedlung derzeit stattfindet. Also hier scheinen bestimmte Faktoren zusammenzukommen, die eine bestimmte Wanderungsrichtung da letztendlich vorgeben. Zum Sozialverhalten gehört auch natürlich die Frage, wie ergeht es diesen wandernden Tieren? Und da muss man eben sagen, dass ein Großteil der Mortalität beim Wolf innerartlich ist, also intraspezifisch ist. Das heißt mit anderen Worten nichts anderes, als dass wandernde Tiere, wandernde Zweijährige oder Jährlinge, die sich neue Lebensräume suchen müssen, natürlich Territorien anderer Wolfsrudel auch durchwandern. Und auf diesem Weg kann es eben sehr schnell auch zu territorialen Konflikten kommen. Das heißt, diese wandernden Tiere werden sehr häufig totgebissen von den territorial vorhandenen Wolfsrudeln. Und damit haben wir also, es wird im Grunde berichtet, bis zu 80% innerartliche Mortalität beim Wolf in Gegenden, wo die Fläche im Grunde mit Rudeln weitgehend besetzt ist. Das ist in Deutschland im Moment noch nicht der Fall, deshalb ist das bei uns noch nicht so hoch. Aber auch wir wissen hier bei uns nicht, wo die Welpen letztendlich oder die Jährlinge alle verbleiben. Wir haben eine Verkehrsmortalität, die vermutlich oder tatsächlich den größten Teil der anthropogenen Mortalität ausmacht, die aber vermutlich immer noch kompensatorisch ist, die also auf die Population letztendlich keinen Einfluss hat. Und eine Verkehrsmortalität auch in der Größenordnung, die nicht alle wegwandernden Tiere abdeckt. Das heißt, also, es gibt immer noch wegwandernde Tiere, die nicht irgendwo ankommen, die auch nicht auf der Straße überfahren werden oder zumindest nicht gefunden werden und die trotzdem verschwinden. Das heißt also, auch hier scheint es noch weitere Ursachen zu geben, die wir aber im Moment nicht wirklich kennen. Wir kommen zum Thema Fortpflanzung. Wie schon gesagt, Paarungen sind im Grunde auch typischerweise nur zwischen dem dominierenden Rüden und der dominierenden Fähe. Nicht möglich, aber sie erfolgen typischerweise zwischen diesen beiden Individuen. Nicht immer, es gibt auch Ausnahmen davon. Es gibt auch durchaus Berichte, dass im Grunde in einem Rudel zwei Fähen tragend geworden sind beispielsweise. Aber der Normalfall ist eigentlich, dass dominierende Fähe und dominierende Rüde sich paaren und die anderen Tiere sich nicht an dem Fortpflanzungsgeschäft beteiligen. Paarungszeit ist der Dezember bis Februar. Wir haben eine einfache Tragzeit, das ist wie beim Hund auch, 63 Tage. Und es werden zwischen 2 und 12 Welpen gewölft. Normal sind es 4 bis 6. Das ist interessant, auch hier wieder der relative, in Anführungsstrichen, R-Stratege. Wölfe können sich also offenbar sehr gut durch ihre Fortpflanzungskapazität an unterschiedliche Umweltbedingungen, an nahrungsarme Regionen oder auch an nahrungsarme Jahre anpassen. Das heißt also, wir sagen normal 4 bis 6 Welpen, im Maximum ist allerdings 12. Es wurden auch schon Rudel mit bis zu 18 Welpen hier und da mal beobachtet, wobei man nicht genau weiß, ob das von einer oder von zwei Fällen dann auch die Nachkommen waren. Diese Jungtiere kommen im März, April zur Welt, typischerweise in Höhlen, also entweder in natürlichen Felshöhlen, in gegrabenen Bauten, in alten Fuchsbauten. In gegebenenfalls, wenn nichts anderes da ist, auch mal unter einem Wurzelteller irgendwo im Schutze einer solchen Struktur. Die jungen Wölfe sind schwarz, sehr dunkel gefärbt, ähnlich wie die Jungfüchse auch, haben ganz blaue Augen und öffnen die Augen aber erst mit 10 bis 12 Tagen, sind also bei der Geburt blind, werden 2 Monate lang von der Fähe gesäugt und werden mit 6 Monaten so langsam selbstständig, das heißt, die sind halt im Rudel noch integriert, bleiben da vielleicht auch ein paar Jahre noch, um dann den Eltern bei der Aufzucht ihrer Folgewürfe zu helfen oder eben sie wandern dann im kommenden Jahr oder das Jahr darauf auch ab.
Ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen. Interessant ist, dass der Wolf ja als die Ausgangsform des Haushundes gilt. Die Diskussion, ob Wolf oder Schakal Ausgangsform des Haushundes sind, die ist sehr alt. Es gab ja durchaus dann von Konrad Lorenz die Hypothese, dass beide Arten in der Domestikation eine Rolle gespielt haben. Später dann war man sich eigentlich in der Wissenschaft wieder eher einig, dass es der Wolf im Wesentlichen war. Heute gibt es da wieder so ein paar Hinweise drauf, auch gerade aus molekularen Untersuchungen, dass möglicherweise doch der Goldschakal hier und da eine Rolle gespielt haben kann. Konrad Lorenz hat das so ein bisschen differenziert. Der hat also im Grunde gesagt, die nordischen Hunderassen stammen vom Wolf ab und andere Hunderassen stammen eher vom Goldschakal ab. Das ist alles ein bisschen im Dunkeln. Wir können aber sicherlich davon ausgehen, dass der Wolf eine ganz wesentliche Rolle bei der Haushundwerdung gespielt hat. Der Haushund ist das älteste Haustier. Auch das war bis vor einigen Jahrzehnten nicht wirklich klar. Wir wissen mittlerweile, dass die Domestikation von Wölfen schon vor vielen 10.000 Jahren eingesetzt hat. Wann genau, kann man vortrefflich diskutieren. Spekulationen gehen bis von einem Zeitraum von vor 100.000 Jahren. Relativ sicher sind 20.000 bis 30.000 Jahre. Man muss sich das so vorstellen, dass im Grunde die voreiszeitlichen Jägergruppen den Wildtierherden gefolgt sind. Und die haben natürlich durch die Nutzung dieser Wildtiere auch Abfälle hinterlassen. Und diesen Jägergruppen ihrerseits sind dann wieder Wolfsrudel gefolgt, so wie heute zum Beispiel auch noch in vielen Regionen der Erde Wolfsrudel den wandernden Rentierherden folgen. Und so sind wahrscheinlich einfach Wölfe und Menschen immer mal wieder einander in die Nähe gekommen. Und so ist wahrscheinlich irgendwann mal ein Welpe in eine menschliche Gruppe gekommen, wurde dort aufgezogen und hat sich dann als durchaus sinnvoll erwiesen, weil er ja als Makrosmart durchaus als olfaktorische Prothese für den Menschen dienen konnte. Also hier scheint es offenbar auch so eine Art Win-Win-Situation gegeben zu haben. Der Mensch sorgt für die Ernährung und der Hund sorgt dafür, dass der Mensch eben das Beutewild leichter aufspüren kann. Dazu kommt, dass die Sozialstrukturen, wie eben schon erwähnt, gewisse Ähnlichkeiten bei Mensch und Wolf zeigen. Das heißt also, der Mensch übernimmt automatisch die Rolle des dominierenden Tieres im Wolfsrudel. Das heißt also diese Leittierrolle. Die frühen Verhaltensbiologen haben auch den Begriff der Gefolgschaftstreue für verwendet. Und gleichzeitig, das hat Konrad Lorenz eigentlich sehr schön rausgearbeitet, ist aber der Hund oder das Haustier generell, beim Hund ganz besonders, immer in einer Art ja, juvenilen Stadium verharrend, also hat einen gewissen Rest an Kindlichkeit sich bewahrt, sodass also der Mensch eben nicht nur Leittier ist, sondern eben auch die Rolle des Elternkumpans übernimmt. Gerade dieser Begriff ist eigentlich sehr, sehr treffend. Der Mensch ist eigentlich beides. Er ist also Rudelmitglied, mit dem man auch spielt, aber eben auch durchaus als Leittier anerkannt. Die Prägung des Hundes auf den Menschen erfolgt relativ spät, sodass man also durchaus, wenn man auch Welpen sich ins Haus holt, die nicht ganz klein sein müssen, die nicht unbedingt Flaschen aufgezogen sein müssen, wie das bei anderen Arten der Fall ist, wenn man die in menschlichen Gemeinschaften halten will, sondern man kann das relativ spät tun. Aber interessant ist auch, dass die Flaschenaufzuchten durchaus in vielen Punkten sich deutlich besser sozialisieren an den Menschen, als das ein Welpe ist, der vielleicht aus den 5 Monaten in die Familie kommt. Also wenn man im Grunde den Hund in der Familie, auch gerade mit Kindern, halten will, dann tut man auch gut daran, diesen Hund relativ früh reinzuholen, damit auch die Kinder sozusagen in der internen Hierarchie für den Hund über ihm stehen sind und nicht letztendlich als Konkurrenten um die hierarchische Position gelten. Ja, zur Frage des Wolfsmanagements könnte man sehr viel sagen. Wir werden uns da natürlich noch in unserer Veranstaltung im 5. Semester ausführlich darüber unterhalten. Da wird es im Grunde ein eigenes Thema Großprädatoren auch geben. An dieser Stelle vielleicht so viel, dass das Wolfsmanagement in verschiedenen Teilen der Erde, auch in verschiedenen Teilen Europas, sehr unterschiedlich und sehr differenziert ist. Das heißt beispielsweise in Europa, in EU-Europa, gibt es schon extreme Unterschiede im Umgang mit dem Wolf. In den baltischen Ländern, zum Beispiel in Estland, wird der Wolf normal regulär genutzt, bejagt, also wie bei uns der Rothirsch oder das Reh. Es gibt also im Grunde Abschussquoten, es gibt im Grunde Monitoring und die erlegten Tiere werden dann einem intensiven Monitoring-Prozess auch zugeführt.
Also im Grunde eine reguläre, nachhaltige Bejagung in Estland mit einem sehr intensiven Monitoring, was sehr gut funktioniert, was die Bestände stabil hält und was völlig problemlos ist und was auch die Konflikte weitgehend minimiert dort. Das andere Extrem sind Länder wie Polen, Deutschland, Österreich, wo ein absoluter Totalschutz herrscht und dieser Totalschutz eigentlich auch mit wenigen Ausnahmen nicht durchbrochen wird. Die Ausnahmen sind dann oftmals die sogenannten Problemtiere. Das sind also Tiere, die in irgendeiner Form auffällig werden. Der Begriff der Problemtiere, der ist als solches, finde ich, sehr problematisch. Denn eigentlich ist nicht das Tier das Problem, sondern der Mensch ist das Problem. Und ein Problemwolf ist eigentlich in den meisten Fällen, ich sage das bewusst in den meisten Fällen, nicht immer, aber ist in den meisten Fällen nichts anderes als ein Wolf, der das, was ein gesunder, normaler Wolf in seinem Leben zu lernen hat, relativ gut und relativ früh lernt. Er lernt nämlich dann, dass man Nahrung am gefahrlosesten, am risikolosesten in der Nähe des Menschen erbeuten kann, dass man also dort Haustiere, Heimtiere als Nahrungsquelle sich erschließen kann und dass die meistens weniger riskant sind als zum Beispiel ein Rothirsch oder ein Wildschwein, das dann im Grunde ja auch für den Wolf selber immer ein gewisses Risiko darstellt. Diese Erfahrung macht das Tier, gibt es dann auch in seinem Rudel weiter. Und solche Problemtiere bekommen dann halt beim Braunbären nochmal drauf. Problembär ist genau das Gleiche. Die bezeichnen wir dann gerne als Problemtiere. Das halte ich für, wie gesagt, nicht unbedingt zielführend. Wenn man diese Tiere dann tötet, dann nimmt man auf der einen Seite natürlich diese problematischen Erfahrungen raus, aber man tötet dann oftmals eben auch die dominierenden Tiere. Und das ist wiederum dann für die Stabilität des Rudels nicht gut. Also diese Herangehensweise, Problemtiere zu entnehmen, wenn man es denn macht, meistens passiert es dann doch nicht, halte ich für, ja, zumindest Aussprung fragwürdig. Wie gesagt, das Problemtier ist eigentlich nicht der Wolf, sondern der macht eigentlich nur das, was ein gesunder Wolf auch macht. Ja gut, aber was machen wir jetzt oder was soll man mit dieser Tier tun? Andere europäische Länder, habe ich Schweden zum Beispiel, die haben zum Teil eine sogenannte Schutzjagd eingeführt. Das heißt, dort werden nicht einzelne Problemtiere, sondern werden im Grunde in Problemregionen Wölfe generell reduziert, also zum Beispiel in Rentiergebieten oder dort, wo Probleme eben mit menschlichen Nutzern auftreten können. Gibt es dann also nicht eine Entnahme eines bestimmten Individuums, wie das bei uns in Deutschland erfolgen würde, sondern gibt es im Grunde einen Eingriff dann in diese lokale Gruppe, was bis zur Auflösung auf den ganzen Rudeln gehen kann. Und Schweden hat parallel dazu ein Lizenzjagdsystem, wo im Grunde über eine Quote eine bestimmte Jagdstrecke jedes Jahr vorgegeben wird. Funktioniert dort relativ gut auch. Bestand in den letzten Jahren auch dort sehr gut angewachsen. Gut, dazu kommt natürlich auch, dass die schwedische Teilpopulation mittlerweile mit der norwegischen verschmolzen ist und damit eine skandinavische Teilpopulation da oben. Frankreich hat jetzt vor 2 Jahren einen neuen Managementplan eingeführt, der wieder anders herangeht. In Frankreich macht man auch wiederum Monitoring, Zählungen 2-mal im Jahr und sagt dann von der, also in den Problemgebieten, also in den Weidetierhaltungsgebieten, vor allen Dingen der Alpen, sagt dann im Grunde konsequent immer, ich habe einen Bestand von X und 10-12% davon kann ich jedes Jahr erlegen. Die Idee dahinter ist, wenn man im Grunde eine relativ reguläre Bejagung einführt, dass die Tiere im Grunde lernen, dass der Mensch gefährlich bleibt und dass die Scheu vor dem Menschen aufrechterhalten wird. Das ist eigentlich das Hauptargument solcher regulärer Bejagungsstrategien. Funktioniert aber eben auch nur, wenn ich es eben biologisch richtig mache und funktioniert nicht, wenn ich da unter Umständen falsch eingreife, zum Teil Rudelstrukturen zerstöre und Ähnliches. Also da brauchen wir auch noch ein bisschen Erfahrung, aber das sind Methoden, die auch jenseits des Totalschutzes offenbar funktionieren, unter denen auch Wölfe durchaus sich weiter ausbreiten und zunehmen können. Ja, ansonsten ist in Deutschland das Management insgesamt auf einem eher niedrigen Niveau, kann man sagen. Also was bei uns in Deutschland als Managementplan bezeichnet wird, sind eigentlich im Wesentlichen bürokratische Festlegungen, was man darf und was man nicht darf. Sind eigentlich wenig Problemlösungen dabei. Also das fehlt eigentlich in Managementplänen weitgehend. Was
dort ganz gut geregelt sind, sind die Entschädigungsregelungen. Nur die Entschädigungsregelungen sind natürlich eigentlich immer so ein bisschen eine Krücke, weil man theoretisch ja eigentlich die Probleme gar nicht kriegen sollte erst. Wenn dann die Probleme da sind, dann muss ich natürlich finanziell entschädigen. Aber für viele Tierhalter, gerade Huftierhalter, kleine Huftierhalter, ist natürlich der Tod eines solchen Huftieres nicht nur ein finanzieller Verlust, sondern ist eben auch ein emotionaler Verlust. Und das kann man natürlich durch solche finanziellen Entschädigungen nicht ersetzen. Dazu kommt, dass die finanziellen Entschädigungen ebenfalls sehr bürokratisch überformt sind. Es wird meistens gefordert, der molekulare Nachweis, dass es wirklich ein Wolf war. Da fragt man sich dann schon, dass die Kosten für so eine genetische oder eine molekulare Untersuchung im Grunde meistens ja schon über den Kosten des zu entschädigenden Tieres liegen. Und es werden eben sehr lange Diskussionen häufig geführt nach Bundesland, zum Teil unterschiedlich. Da wäre es vermutlich auch klug, in Zukunft relativ großzügig zu sagen, wenn ein Kanide mit hoher Wahrscheinlichkeit für einen Riss verantwortlich ist, dann ist es eigentlich relativ egal, ob es jetzt ein Wolf oder ein Hund war, dann wird er eben entschädigt. Das sind so Dinge, die wir in Zukunft sicherlich diskutieren müssen, um diese im Moment zu beobachtende Polarisierung der verschiedenen Gruppen, also einmal diejenigen, die mit dem Schutz des Wolfes sich beschäftigen und zum Teil auch davon leben, und diejenigen, die im Grunde mit dem Wolf Probleme haben, dass diese beiden Gruppen nicht immer weiter auseinander driften, wie das im Moment leider zu beobachten ist. Managementpläne sollten eigentlich, und daran muss man den Erfolg von Managementplänen messen, sollten eigentlich Akzeptanz schaffen. Das ist das zentrale Ziel. Und diese Akzeptanz ist im Moment nicht wirklich zu beobachten. Die ist in urbanen Regionen durchaus noch hoch, aber in den ländlichen Regionen bröckelt das. Da gibt es auch verschiedene Untersuchungen, auch bei uns im Haus. Da können sich auch die entsprechenden Bachelor- und Masterarbeiten mal angucken. Das sind eigentlich ganz interessante Resultate in diesen Umfragen. Was wir brauchen, ist definitiv einen wissensbasierten Umgang mit dieser Tierart und einen normalen Umgang mit einer Wildtierart. Ja, so viel erstmal zum Thema Wolf. Wie gesagt, Sie können hier einiges nachlesen, sowohl in der Literatur als auch natürlich in der Foliensammlung von Professor Okama. Und wir werden dann, wer von Ihnen Interesse daran hat, natürlich im Modul Wildtiermanagement das Thema auch nochmal ganz ausgiebig bearbeiten. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, eine spannende Art der Goldschakal, Canis aureus, der eigentlich in der Vergangenheit hier in Mitteleuropa eigentlich gar keine Rolle gespielt hat. Goldschakale hatten und haben eigentlich immer noch ihren Verbreitungsschwerpunkt in Süd- und Südosteuropa. Goldschakale finden wir im Grunde in den Dinarischen Gebirgen, auf dem Balkan. Wir finden sie in Kleinasien, wir finden sie bis nach Indien weiter. Wir finden sie aber auch im Pannonischen Becken, also im Ungarn, südlich im Ungarn. Wir beobachten aber gleichzeitig in den letzten Jahren oder sogar in den letzten Jahrzehnten eine zunehmende Ausbreitung nach Mitteleuropa, also immer häufiger werden in Mitteleuropa, Österreich, Deutschland, Tschechien, Goldschakale gesichtet, zum Beispiel auch überfahren. Die Gründe dafür sind nicht wirklich klar. Also es wird natürlich immer gerne mit dem Thema Erwärmung, Klimawandel in Verbindung gebracht. Ob das tatsächlich der Grund ist, kann man diskutieren, sei mal dahingestellt. Kann aber auch sein, dass einfach nur eine günstige Populationssituation im südöstlichen Europa herrscht und dass dort letztendlich einfach die überzähligen Individuen, ähnlich wie bei Wölfen, auch neue Lebensräume suchen. Noch interessanter ist auch die Frage, wie das Verhältnis zum Wolf sich darstellt. Das heißt also, die Frage ist, wie konkurrieren diese Arten miteinander? Früher hieß es mal unter den Kollegen, die sich mit dem Goldschakal gut auskennen, dass dort, wo Wölfe zunehmen, Goldschakale wieder seltener werden oder verschwinden. Das scheint heute in der Deutlichkeit nicht mehr zu gelten. Wir haben durchaus eine Zunahme von Wölfen in weiten Teilen Europas, aber gleichzeitig auch eine Zunahme und eine weitere Ausbreitung von Goldschakalen. Vielleicht hängt aber auch die Ausbreitung eher mit der Zunahme des Wolfes zusammen. Auch das wissen wir nicht. Da ist sehr vieles unsicher. Und noch spannender ist ja auch die Frage, welche Rolle spielt der Goldschakal zum Beispiel in Fragen Hybridisation mit dem Wolf. Wir wissen mittlerweile aus einigen Untersuchungen, dass es Hybridbildungen zwischen Hund und Goldschakal gibt. Das sind auch Arbeiten, die wieder die alten Lorenzschen Hypothesen so ein bisschen wieder hervorkommen lassen. Und
wir wissen eben jetzt nicht, wie weit auch zum Beispiel Goldschakale mit Wölfen hybridisieren können. Das wäre eben die Frage, ob es tatsächlich eine eigene biologische Art ist sogar. Interessant ist auch, die Unterscheidung von Goldschakal und Wolf und Hund hat man eigentlich bislang immer an den Sohlenballen festgemacht. Das wäre also jetzt hier mal ganz grob skizziert so ein Sohlenabdruck von einem Wolf oder auch einem Hund. Und wenn wir Sohlenabdrücke von Goldschakalen haben, dann finden wir diese beiden mittleren Zehen am Grunde des Ballens verwachsen. Das sieht dann ungefähr so aus mit so einer Verbindung hier zwischen. Und und ähnlich sehen aber auch die Sohlenabdrücke in der italienischen Population oder Teilpopulation des Wolfes aus. Das heißt also, hier stellt sich die spannende Frage, wo kommt dieses Merkmal her? Ist es eine zufällige Entwicklung oder spielen hier möglicherweise Goldschakale in der Vergangenheit eine Rolle? Wobei eigentlich Italien jetzt nicht unbedingt das Hauptverbreitungsgebiet des Goldschakals ist, spricht wieder ein bisschen dagegen. Also Sie merken, es sind noch sehr, sehr viele Fragen hier offen und es wird sicherlich in den nächsten Jahren auch relativ spannend. Ja, damit sind wir mit den Hundeartigen zu Ende und wir müssen uns jetzt nochmal mit den Bären beschäftigen. Wir haben in Mitteleuropa oder in Deutschland es im Grunde mit zwei Gruppen von Bären zu tun, die kleinen Bären und dann die richtigen Bären. Zu den kleinen Bären gehört bei uns der Waschbär, der Neozoon ist, der aus Nordamerika eingeführt worden ist. Und der Braunbär ist dann im Grunde die eigentliche große Bärenart in Mitteleuropa, die bei uns in Deutschland allerdings auch verschwunden ist. Zum Waschbär vielleicht erstmal ganz kurz. Der Waschbär stammt, wie schon gesagt, aus Nordamerika. Er ist in Deutschland zum einen aus Pelzfarmen entwichen, er ist vor allen Dingen aber auch im Bereich des Edersee in den 1930er Jahren vom dortigen Forstamtsleiter gezielt angesiedelt worden, mit dem Ziel, Biodiversität zu fördern, würde man heute sagen, also die heimische Fauna zu bereichern und natürlich dieses Tier auch zu bejagen und letztendlich den Pelz als damals noch wirklich wertvolles Produkt, nachwachsendes und nachhaltig nutzbares Produkt zu gewinnen, in unsere freie Wildbahn gelangt, hat dann relativ lange eigentlich sehr lokal gelebt. Es gab dann einen zweiten Freisetzungs-Hotspot, kann man sagen, das ist bei Strausberg, im Grunde im Umfeld von Berlin. Dort ist eine Pelztierfarm in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges im Grunde zerstört worden. Die Tiere sind auch freigekommen und haben sich eben dort auch angesiedelt. Das waren eigentlich die beiden Punkte, der Edersee, also in der Raumregion um Kassel und der Raum bei Strausberg. Und dort haben diese Tiere eigentlich sehr lange relativ lokal gelebt, ohne sich jetzt massiv in die Umgebung auszubreiten. Wir wissen, seit vielen Jahrzehnten ist Kassel die heimliche Waschbärenhauptstadt Deutschlands. Das war die erste Stadt, wo die Waschbären tatsächlich begonnen haben, menschliche Siedlungen ganz intensiv für sich zu erobern. Sie haben im Grunde von Abfällen gelebt. Mittlerweile gibt es also massive Systeme, Mülltonnen gegen Waschbären dort zu sichern. Das heißt also, hier haben wir eine sehr intensive Besiedlung des urbanen Raumes. Aber sie waren eigentlich lange Zeit sehr standorttreu, was sich in den letzten Jahren ein bisschen geändert hat. Hier nochmal die Verbreitung. Sie sehen in Rot das eigentliche Gebiet in Nordamerika, wo der Waschbär herstammt. Und Sie sehen dann die Verbreitungsschwerpunkte in Europa und in Kleinasien und auch in Japan, wo der Waschbär angesiedelt wurde durch den Menschen als Neozoon. Waschbären sind im Grunde eurytop, haben also durchaus recht niedrige Lebensraumansprüche. Was sie brauchen, ist die Nähe von Gewässern. Der Name sagt es schon, diese Gewässer haben wir auch was mit dem Fraßverhalten des Waschbären zu tun. Und wie gesagt, die Urbanisationserscheinungen sind eigentlich legendär, weil dieser Tierart ist eine der Arten, die sich am schnellsten und intensivsten an die menschlichen Siedlungsräume angepasst hat, zum Beispiel vergleichbar oder noch intensiver, als es der Steinmaler in etwa getan hat oder die
Ringeltaube oder die Ratte. Beispiele haben eigentlich ein breites Beutespektrum. Also es geht von kleinen Wirbeltieren über typischerweise Eier von Bodenbrütern, aber eben auch Eier von Baumbrütern. Da ist durchaus eine Gefährdung von Arten wie Schwarzstorch oder Seeadler immer wieder im Gespräch. Sie fressen Insekten, sie fressen Krebstiere, sie fressen Schnecken, Würmer, Früchte, Abfälle. In Brandenburg macht der Waschbär große Probleme mit der dort endemisch noch in Resten vorhandenen Sumpfschildkröte, auf die er sich zum Teil spezialisiert hat. Das heißt also, hier ist zwar ein breites Damenspektrum, er kann aber trotzdem, gerade wenn er sich auf einzelne, seltene, lokale Arten spezialisiert, auch durchaus problematisch im Sinne einer Verschärfung eines Aussterbeprozesses noch sein. Deshalb wird der Waschbär durchaus im Moment auch als invasive Art zumindest diskutiert. Dann in dem urbanen Raum natürlich Spezialisierung auf Abfälle, auf gelbe Säcke, auf Mülltonnen. Dieses Waschen der Nahrung, wo er seinen Namen her hat, ist ein ganz interessantes Phänomen. Waschbären tauchen ihre Nahrung, die sie mit den Pfoten auch sehr gut greifen können, sie haben Greifhände, gerne bevor sie fressen, ins Wasser. Was das letztendlich für einen biologischen Sinn hat, das kann man eben stundenlang darüber diskutieren, bleibt aber bislang eigentlich im Dunkeln. Die Paarungszeit der Waschbären ist in der Zeit zwischen Januar und März, kann man sagen. Nach einer Tragzeit von etwa 63 bis 65 Tagen kommen dann zwischen 2 und 7 Junge zur Welt. Meistens sind es um die 4. Die werden dann irgendwo in Baumhöhlen, Erdhöhlen, Felsspalten geboren, sind typische Nesthocker. Bei Bären ist das deutlich ausgeprägter als bei den Hundeartigen. Sind nackt und blind, öffnen erstmal mit zwischen 18 und 23 Tagen, also mit etwa 3 Wochen, erst ihre Augen. Werden dann 7 Wochen lang gesäugt und sind mit 6 Monaten etwa selbstständig. Also eine sehr protrahierte Jugendentwicklung ist, wie gesagt, für Bären nicht ganz untypisch. Geschlechtsreif werden dann die Männchen im 2., die Weibchen im 3. Lebensjahr. Ich hatte vorhin schon gesagt, die Ausbreitung war eigentlich anfangs die ersten Jahrzehnte recht gebremst. Waschbären lebten recht lokal und dann irgendwann in den frühen 2000ern gab es eine Entwicklung, die wir eigentlich hier in der Jagdstreckenstatistik in Deutschland relativ gut erkennen können. Eigentlich wäre es nochmal spannend, hier vor 98, 99 zu sehen, weil da ist eigentlich fast eine parallel zur X-Achse laufende Entwicklung. Also da waren im Grunde die Waschbärenstrecken immer deutlich unter 10.000 Stück pro Jahr und dann ist es innerhalb von 20 Jahren auf das ungefähr 17 bis 20-fache dieser Ausgangswerte gestiegen. Den Grund dafür kennen wir auch nicht wirklich. Das ist also eine Art, die ein Neozoon ist, die offenbar am Anfang wenig intensiv war und die offenbar im Moment eine mögliche Invasivität entwickelt. Vorbehaltlich immer der Frage, was ist wirklich Invasivität? An anderer Stelle haben wir das schon mal besprochen, dass invasiv bei einer Neozoon-Art eigentlich immer sehr leichtfertig gesagt wird und selbst in Verordnungen sehr leichtfertig verwendet wird. Wobei Invasivität ja durchaus, ich klammer auf die Arbeiten von Professor Kinzelbach, klammer zu, eigentlich wissenschaftlich sehr klar definiert ist. Dieses Bild ist interessant, vielleicht auch ein bisschen bedrohlich. Bedrohlich insofern, dass eben tatsächlich viele Bodenbrüterarten möglicherweise jetzt tatsächlich im Räuber-Beute-Verhältnis möglicherweise auch durch den Waschbären abnehmen. Es gibt auch so Berichte von Naturschützern, von Jägern, dass im Grunde viele Bodenbrüter dort, wo der Waschbär auftaucht, auch sehr schnell seltener werden. Es gibt, wie gesagt, die Situation der Sumpfschildkröte, wo es wirklich sehr eng ist mit dieser Tierart. Also hier haben wir schon ein paar Probleme, die diese Tierart macht und das würde im Grunde auch die Einstufung als invasive Art möglicherweise rechtfertigen. Ja, was machen wir mit solchen Tieren? Wir können sie jagen, das haben auch viele Bundesländer, auch Sachsen, so gemacht. Sie haben sie im Jagdrecht unterstellt. Bejagen heißt aber eben auch, und das ist, glaube ich, nicht zur Diskussion zu stellen, heißt auch im Grunde weitgerecht bejagen, heißt also tierschutzgerecht bejagen. Das heißt also, wir müssen diese Tierart tatsächlich dezimieren durch Bejagung, müssen uns aber eben auch in bestimmten Methoden zurückhalten. Bei den Methoden ist zum Beispiel ganz wichtig, dass man Waschbären eigentlich nur in Lebendfangfallen fangen soll und darf, weil Waschbären anders als zum Beispiel Marder oder Füchse nicht mit dem Fang, also mit der Schnauze nach dem Köder in der Falle greifen, sondern mit den Händen. Und damit würde man die Waschbären in der Totfangfalle eben nicht tot fangen, sondern mit den Händen fangen. Das wäre Tierquälerei, also darf man sie eigentlich nur mit Lebendfangfallen
fangen. Ansonsten auf der Ansitzjagd ist eine Zufallsbeute. Eine intensive Fangjagd würde sicherlich helfen, den Waschbären zu dezimieren. Man könnte den Pelz nutzen. Heutzutage haben wir zum Glück, muss man ja sagen, wieder erste Tendenzen, auch nachhaltige Nutzung von Fell als ein natürlichen Rohstoff, der im Grunde auch sehr naturnah produziert wird, der nicht durch Tierleid, wie zum Beispiel in Tierfarmen, produziert wird, zu erhalten und auch zu nutzen. Da gab es durchaus in den 1970er, 80er Jahren massive Kampagnen dagegen. Das war so ein typischer Fall von gut gemeint ist das Gegenteil von gut, weil natürlich durch diese Kampagnen die Nutzung der Tiere aus der freien Wildbahn, die nachhaltige Nutzung, im Grunde zum Erliegen gekommen ist, aber dafür im Grunde die tierschutzproblematische Pelztierfarmhaltung eher geboomt hat. Zum Glück sind wir im Moment so ein bisschen in einem Gegentrend, der sich aber auch erst entwickeln muss. Gerade unter der Frage der Verordnung, der EU-Verordnung gegen die invasiven Arten, ist jetzt eine spannende Frage, wie das weiter mit den Waschbären auch geht. Wir müssen auf jeden Fall, denke ich, lokal sicherlich intensiv bejagen. Welche Rolle diese Bejagung auf die Gesamtpopulation hat, ist weitgehend unklar. Lokal wird man sicherlich Einflüsse haben können. Auf den gesamten Trend wird man vermutlich eher weniger Einflüsse haben. Ja, jetzt zu den richtigen Bären. Der Braunbär ist die große Bärenart, die bis ins die beginnende Neuzeit eigentlich in Mitteleuropa und in Deutschland noch heimisch war, die dann eigentlich im 19. Jahrhundert definitiv in den letzten Restexemplaren auch verschwunden ist. Gerade im Alpenraum haben sich Braunbären in Deutschland noch lange gehalten, aber eben sind dann irgendwann auch ausgerottet worden. In Österreich, in Italien, Trentino haben immer einige Restbestände auch überlebt, auch in den Pyrenäen. Skandinavien sowieso und dann im Grunde in Osteuropa gibt es auch noch weitgehend eine große zusammenhängende Population, die zum Beispiel gerade in Südosteuropa auch wieder allein deshalb Probleme macht, weil sie einfach sich massiv vermehrt, ausbreitet, bis eben auch in die urbanen Regionen hinein. Hier haben wir mal die zirkumpolare Verbreitung auf der Nordhalbkugel. Wir haben also Braunbären in Form des Grizzlies in Nordamerika und wir haben dann über Skandinavien, Sibirien bis nach Ostasien den Braunbären verbreitet und dann letztendlich auch im südlicheren Europa, Kleinasien, Asien dann immer Braunbärenbestände gehabt. Und hier ist die aktuelle Situation in Europa, wo wir eben sehen, es sind Restbestände da. Es sind aber auch viele Länder, viele Regionen, wo früher der Bär flächendeckend vorkam, nicht mehr vom Braunbären besiedelt, unter anderem auch Deutschland. Und das hat mehr noch als beim Wolf sicherlich die Gründe der anthropogenen Verfolgung, aber es hat eben mehr als beim Wolf, deutlich mehr auch die Gründe der Biotopverluste. Braunbären brauchen doch nochmal, anders als Wölfe, sehr spezifische Biotope. Sie brauchen großräumige, möglichst ungestörte, idealerweise Waldgebiete, idealerweise mit Wasserläufen oder auch Gebirgsregionen, die eben vom Menschen nicht unbedingt engmaschig besiedelt sind. Das hat auch jetzt nicht unbedingt was mit dem Bären selbst zu tun. Der kann auch durchaus mit den Menschen leben. Aber auch hier hat es wieder damit zu tun, dass hier natürlich dann in dem Moment, wo Menschen dort auftauchen, sofort Konflikte vorprogrammiert sind. Diese Konflikte eben in unserer Gesellschaft ja im Moment noch ungelöst sind und auch die Bereitschaft, mit Wildtieren zu leben, in unserer Gesellschaft immer noch sehr eingeschränkt ist. Also solange man die Tiere angucken kann, mit ihnen ein Selfie machen kann, ist das schön. Aber sobald eben die Wildtiere irgendwo mal was Unangenehmes tun, dann will man sie nicht mehr haben. Also diese Einstellung müssen wir in Zukunft wahrscheinlich überwinden lernen. Zur Nahrung ist zu sagen, Braunbären sind von der Ernährungsökologie her eigentlich noch omnivorer als Wölfe. Das heißt also, sie haben Fleisch zwar als eine wichtige Nahrungsbasis, haben aber auch viele, viele andere Nahrungskomponenten zu verschiedenen Teilen des Jahres. Diese omnivore Lebensweise kann man eigentlich sehr schön am Gebiss erkennen. Auch hier wieder der Vorteil einer altehrwürdigen
Fakultät, die solche Präparate hier noch hat. Wir sehen also hier mal ein Braunbär-Schädelpräparat. Wir sehen hier im Oberkiefer diese klassischen, ja, fast Mahlzähne, die dieser Bär hier hat, die also gar nicht mehr viel mit dem Brachiozahnpaar oder den Reißzähnen der Raubtiere zu tun haben, sondern die eigentlich, ja, wie typisch gemacht für die Utilisation, die Nutzung von Pflanzenteilen, von Nüssen, von hartschaligen Dingen und dergleichen mehr geeignet sind. Dementsprechend auch in vielen Teilen des Jahres eine praktisch vegetarische Ernährung. Juni, Juli, da wird also von den Waldfrüchten gelebt, Beeren, dann später die Nüsse, Eicheln, Kastanien. Braunbären fressen auch Pilze, sie fressen auch durchaus Gras und fressen auch Wurzeln. Dann im Juli, August zur Laichzeit wieder Fischarten in bestimmten Regionen, kommen dann natürlich Fische ins Spiel, dann auch später oft Amphibien. Dann ist natürlich der sprichwörtliche Honig, also von Wildbienen auch eine typische Nahrung von Braunbären. Also Sie merken ein ganz, ganz buntes Spektrum an Nahrung, plus natürlich auch Säugetiere, und zwar durchaus auch große Säugetiere. Wir sagen Säugetiere bis Größe eines Pferdes, wenn etwa von Braunbären erbeutet. Allerdings eben nie so intensiv als Hauptbeute wie beim Wolf. Das kann man sich auch so vorstellen. Gut, das ist eben ein Nahrungsgeneralist. Der Braunbär hält seine Winterruhe, kommt dann im Grunde im zeitigen Frühjahr irgendwo aus seiner Höhle, wo er geschlafen hat. Dann ist noch nicht viel zur Nahrung da. Dann guckt er, ob er irgendwo vielleicht ein frisch gesetztes Rehkitz findet oder ähnliches. Oder er guckt, ob er auf der Weide irgendwo ein Rind oder ein Pferd reißen kann. Das heißt also, er nimmt eigentlich dann vom Hunger geplagt erstmal das, was er findet, gräbt vielleicht nach Wurzeln. Und wenn dann die Vegetation zunimmt, wenn dann viele Jungtiere da sind, dann wird natürlich der Tisch auch gedeckter und dann wird auch das Nahrungsspektrum noch weiter ausgebaut. Durch die Winterruhe ist er im Grunde nicht auf größere Nahrungsmengen im Winter angewiesen, aber er muss dafür natürlich im Sommer entsprechende Vorräte, auch Fettfeistvorräte anlegen, um den Winter dann in seiner Ruhephase zu überstehen. Braunbären sind Tag und Nacht aktiv, man kann sie eigentlich zu allen Tageszeiten antreffen. Und vielleicht noch am Rande eine kleine Bemerkung, auch der Förster ist mit den Bären nicht immer glücklich, weil man auch bei Bären das Schälen von Bäumen immerhin beobachtet hat, was aber hoffentlich einer künftigen Ansiedlung in Deutschland nicht entgegensteht. Die Fortpflanzungszeit ist im April, Mai, Juni. Das ist so eine Hauptbrunft. Wenn dann die Bären nicht tragend geworden ist, kann es auch noch eine Nachbrunft im August, September geben. Wir haben eine relativ lange, 7 bis 8 Monate dauernde Tragzeit, die aber eine einfache Tragzeit ist. Es ist eine große Tierart, deshalb ist einfach die embryonale Entwicklung sehr lange. Aber es ist keine Eiruhe oder sowas ähnliches, sondern es ist eine ganz normale, einfache Tragzeit. Die Jungtiere kommen eigentlich in der Höhle, wo die Winterruhe gehalten wird, zur Welt. Es sind 2 bis 3, meistens Junge, zwischen 1 und 5, sagt man. Die Jungen sind, wie ähnlich schon beim Waschbär eben auch schon erwähnt, ontogenetisch im sehr frühen Stadium geboren, sind so groß wie kleine Mäuse, sind extrem wenig entwickelt, machen wir nach 5 Wochen zum ersten Mal die Augen auf, werden 4 Monate lang gesäugt und werden dann auch bis zum Ende des 2. Lebensjahres von der Mutter geführt. Das heißt also, die Mutter hat auch nicht jedes Jahr Junge, sondern hat im Grunde alle 2 Jahre vielleicht mal Junge oder alle 3 Jahre. Also wir haben es jetzt hier, wenn wir wieder in die klassische Einteilung der R- und K-Strategen gehen, ökologisch mit einem klassischen relativen K-Strategen zu tun beim Braunbär. Diese K-Strategen sind auch natürlich extrem anfällig für menschliche Verfolgung oder für Lebensraumverluste, weil da einfach nicht die Möglichkeit besteht, entsprechend durch Reproduktionsanpassung an günstigere Lebensraumbedingungen schnell zu reagieren. Ja, das Management des Bären ist eine interessante und spannende Frage. In Deutschland hat es sich bisher noch nie gestellt, weil der einzige Braunbär, der jemand zugewandert ist, dann doch sehr schnell auch amtlicherseits erlegt wurde. Dazu kommen wir gleich nochmal ganz kurz. Das Aussterben des Braunbären, wie gesagt, hat mit Zivilisationsansprüchen an die Landschaft, an die Lebensräume zu tun, hat aber auch mit direkter Verfolgung sehr viel zu tun. Eine nachhaltige Nutzung in Form einer Bejagung finden wir heute eigentlich noch in Osteuropa, in Asien und in Nordamerika. Nordamerika ist da eigentlich immer sehr entspannt. Die haben auch Arten, die dann immer selten geworden sind.
durch niedrige Quoten, aber entsprechende Fürsorge der Jäger immer wieder sehr gut wieder sich erholen lassen können. Wieder Ansiedlungsprojekte wären sicherlich bei uns auf jeden Fall machbar. Auch im Trentino wurden regelmäßig Braunbären wieder angesiedelt, also die dortige Erstpopulation wurde immer wieder gestärkt. Das Problem ist da definitiv nicht der Bär, sondern auch der Mensch. Wir müssen einfach geeignete Lebensräume finden, wo die Bären nicht sofort Konflikte verursachen und dann letztendlich das ganze Wiederansiedlungsprojekt in Frage stellen. In Deutschland wäre definitiv der Alpenraum die einzige Region, wo wir zurzeit mit Wiederansiedlungsprojekten arbeiten könnten, wobei wir in den Alpen eigentlich im Grunde nur darauf warten müssten, bis die ersten Bären sich von selbst einstellen, also die Tierart würde sich auch selbst wieder ansiedeln. Wir hatten ja mal so einen Fall Anfang der 2000er Jahre, das war der Bär Bruno. Warum hieß er Bruno? Ganz einfach, weil er aus dem Trentino kam, aus dem Italienischen, und in Italien heißt der Braunbär auch so Bruno. Bruno war im Grunde ein Junges einer Bärin. Bruno hat eigentlich den offiziellen Namen JJ1 getragen, aber das Kind einer Bärin, die im Grunde aus den dinarischen Regionen stammte, die selber schon als etwas schwierig galt. Die Mutter war Jurka, das ist übrigens das eine J im Namen von JJ1. Also Jurka war schon nicht ganz ohne und Bruno galt dann ja eben auch als Problembär. Warum? Weil eben auch Bruno sehr schnell und zeitig gelernt hat, dass man Nahrung sehr leicht und sehr gefahrlos beim Menschen finden kann. Im Trentino gibt es durchaus auch die Möglichkeit, im Rahmen des Managements Bären zu vergrämen durch den Beschuss mit Gummischroten. Das sind also im Grunde ja Mittel, die wir aus dem Polizeibereich kennen, wo man eben Menschen von irgendwas abhalten will, ohne sie schwer zu verletzen. Das ist beim Bären durchaus auch wirksam, diese Gummischrote. Allerdings wirken die nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Es gibt durchaus die Beobachtung, dass Bären, die an einem Riss mit Gummischroten beschossen wurden, daraus nicht die Lehre ziehen, dass man keine Haustiere mehr reißt oder keine Bienenkörper mehr plündert, sondern die ziehen daraus die Lehre, dass sie nur einmal am Riss bleiben und dann zu diesem Riss kein zweites Mal zurückkehren, was dann dazu führt, dass immer mehr Haustiere eigentlich gerissen werden, statt weniger. Das heißt also, hier gibt es eben Lerneffekte, die in die falsche Richtung gehen. Bei Bruno war es nun so, dass er dann eben in sehr viele, also auch hier diese Wanderungsrichtung, die hier mal kurz skizziert ist in dieser Grafik, ist auch interessant. Die hat auch wieder sehr viel mit Windrichtungen zu tun. Wenn man die Windrichtung an entsprechenden Tagen da drüber legt, dann sieht man auch hier, er ist vor allen Dingen gegen den Wind gewandert. Und er hat im Grunde ja Großteile des Alpenraums durchquert, ist dann im Grunde bis nach Bayern gekommen. Und dort, das können Sie wahrscheinlich mittlerweile in vielen Blogs und auch Webseiten mal noch nachlesen. Dort wurde da also sehr, sehr lange diskutiert, wie man mit diesen Bären umgehen soll. Also er war vom Verhalten her eigentlich jetzt nicht wirklich auffällig, hat aber eben den Menschen nicht gemieden, hat auch durchaus Spaziergänger nicht gemieden. Und man hatte halt große Sorge, dass es dann irgendwie ein Unfall mit diesen Bären passiert. Man hat dann also sehr lange alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Man hat also erst versucht, ihn einzufangen. Dazu hat man dann zum Teil finnische Bärenjäger eingeflogen, die mit ihren Hunden große Probleme mit der alpinen Landschaft hatten, weil sie einfach mehr das Flachland gewohnt waren. Man hat sich mit simbabwischen Fährtenlasern beschäftigt. Man hat also allerlei skurrile Dinge getan, statt vernünftigerweise Wildbiologen zu fragen, was man da tun kann. Und hat damit vor allen Dingen sehr viel Zeit ins Land gehen lassen, sodass er in der Öffentlichkeit auch eine mediale, massive Berichterstattung aufgebaut hat. Und dann wurde entschieden, diesen Bären nun erlegen zu lassen, was dann von vermutlich Forstbeamten des lokalen Forstamtes passiert ist. Diese Entscheidung will ich jetzt gar nicht diskutieren, ob die richtig oder falsch war. Aber die Entscheidung war, wenn ich mich entscheide, ein Tier zu töten, weil es eben irgendwas tut, was ich nicht mag und was ich für nicht für richtig halte und wo ich Probleme drin sehe, dann muss ich sie gleich treffen. Dann darf ich nicht erst 6 Wochen lang diskutieren und dann die Entscheidung treffen. Das war der entscheidende politische Fehler eigentlich an der Stelle und auch fachliche Fehler. Ansonsten muss man eben wirklich sehen, hätte man
Bruno am Leben gelassen und geguckt, was er eigentlich so macht, weil er hat im Grunde das gemacht, was ein gesunder Bär macht, wofür wir Wildbiologen natürlich immer sind. Aber gleichzeitig wissen wir natürlich auch, in dem Moment, wo irgendeinem Menschen irgendwas durch diesen Bären passiert wäre, wäre dieselbe Presse, die später jetzt über die Behörden hergefallen ist, weil sie ihn getötet haben, wäre über die Behörden hergefallen, weil sie ihn am Leben gelassen haben. Also das ist einfach in unserer mediendominierten Gesellschaft ein Problem, in dem man eigentlich immer nur alles falsch machen kann. Und da wäre im Moment, was wir daraus lernen können, was Sie im Grunde als Studierende und eventuell später mal Menschen, die im Wildtiermanagement tätig sind, lernen können, ist, wenn ich unbequeme Entscheidungen treffe, muss ich erstens dazu stehen, muss sie gut begründen können und muss vor allen Dingen die Entscheidung schnell treffen und darf nicht erst über Wochen diskutieren. Verschiedene Sachen, die völlig unsinnig sind, ausprobieren, um dann eine Entscheidung zu treffen. Das war eigentlich der grundlegende Fehler in der Situation. Ja, das vielleicht nochmal als kleiner Ausblick auch wieder auf unsere Wildtiermanagement-Veranstaltung, wo wir uns mit solchen Themen natürlich viel intensiver noch beschäftigen können. Hier war es nur ein kurzer Blick in die ganze Thematik, aber bei einer Art wie den Bären können wir eigentlich auch Wildtierbiologie nicht betreiben, ohne den Blick in die Human Dimensions, also in die menschlichen Dimensionen und menschlichen Abgründe zu tun. So, abschließend haben wir, dann haben wir die Raubtiere eigentlich auch durch, haben wir noch ganz kurz mit den Robben uns zu beschäftigen. Wir sind hier in Sachsen, da ist die Robbe nicht unbedingt im Fokus des großen Interesses, aber wir bilden jetzt nicht nur für Sachsen, sondern wir bilden im Grunde für Europa und den Rest der Welt aus. Sie werden irgendwo anders auch mal tätig sein und dementsprechend sollten Sie sich auch mal mit dem Thema Robben beschäftigen. Die wichtigste Robbe in Deutschland mit der Nordsee und der Ostsee als Meeren, an die wir Anschluss haben, ist der Seehund. Der Seehund ist verbreitet im Grunde im Nordatlantik, in der Nordsee, teilweise auch in der Ostsee. Sie sehen das hier in der Karte mal, er ist eine Art, die an den Küsten definitiv verbreitet sind. Die Seehunde wandern zwar gelegentlich auch mal flussaufwärts, im Rhein, in der Elbe, selbst in der Oder kann man mal hier und da einen Seehund sehen, bleiben aber nicht lange. Wenn sie dann wirklich da überleben, dann schwimmen sie auch bald wieder zurück. Der Seehund ist im Übrigen nicht nur eine Art der Küsten, sondern vor allen Dingen eine Art auch der Sandküsten. Und deshalb ist der Seehund eigentlich mehr eine Art der Nordsee als der Ostsee. Er ist eine typische Form des Wattenmeeres. Wattenmeer heißt also im Grunde zweimal täglich zieht sich das Meer weit zurück. Große Teile fallen trocken, bilden also Sandbänke. Und das ist eigentlich der Lebensraum des Seehundes. Auf diesen Sandbänken passiert eigentlich alles im Lebenslauf eines Seehundes. Seehunde ernähren sich im Wesentlichen von Fisch. In der Nordsee sind es vor allen Dingen Plattfische, also Schollen. Dazu werden Muscheln und Krebse durchaus aufgenommen. Seehunde sind tagaktive Sichtjäger. Also im Dunkeln können sie keine Fische fangen, das ist klar, weil sie nicht sehen. Und sie jagen unter Wasser, sie sind an Land kurzsichtig. Deshalb kann man sich einen Seehund durch das Nachmachen dieser robbenden Bewegungen durchaus als Mensch relativ weit nähern, wenn man das geschickt macht, weil sie einfach sehr, sehr kurzsichtig sind an Land. Ähnlich beim Fischotter, wenn sie im Wasser sind, dann drückt der Wasserdruck praktisch auf das Auge und dann wird im Grunde das ein scharfes Bild. Können recht gut tauchen, sind 15 Minuten manchmal unter Wasser, haben ein großes Problem mit Wasserverschmutzung, sind am Ende einer verkürzten Nahrungskette, die sich dann im Grunde, so ähnlich wie beim Fischotter, das auch schon mal angedeutet war, Alge, Fisch, eventuell nochmal Fisch, Raubfisch und dann Seehund. Dazu führt, dass eben auch Schadstoffe sehr schnell in den Seehunden angereichert werden. Die Fortpflanzungszeit, die Brunftzeit ist im Juli, August. Die Seehunde haben eine verlängerte Tragzeit mit Eiruhe. Und dann kommen im Juni, Juli auf einer Sandbank die Jungtiere zur Welt. Es ist typischerweise ein Jungtier. Das ist deshalb biologisch auch sehr klug angelegt, weil das Jungtier normal nicht der Mutter folgt, sondern weil normal die Mutter dem Jungtier hinterher schwimmt. Wenn wir mehrere Jungtiere haben und bis zu 20%, sagt man, sind Zwillingsgeburten, dann haben wir ein Problem, oder dann hat ein Jungtier ein Problem, weil die Mutter meistens nicht beiden Tieren folgen kann, sondern sie folgt dann einem Jungtier und das andere geht verloren. Und diese verlorenen Jungtiere sind dann das, was man typischerweise auch als Heuler, also als kleine, verlassene und
Distress Calls, also Verlassenseinsrufe aussendende Jungtiere dann an der Nordseeküste oft findet. Oft nicht, aber gelegentlich. Dazu komme ich gleich nochmal. Ansonsten die normalen Jungen, die von der Mutter versorgt werden, sind etwa 8 Wochen selbstständig. Seehunde werden mit 3 Jahren im Grunde geschlechtsreif. Seehunde unterliegen in Deutschland seit langem und immer noch dem Jagdrecht. Und man kann sagen, das ist gut so. Sie haben keine Jagdzeit zurzeit, seit vielen Jahren auch schon nicht. Sie werden aber eben sehr intensiv, gerade von den Jägerorganisationen, betreut. Und auch die sogenannten Heuler, also diese verlassenen Jungtiere, kommen in Aufzuchtstationen, die im Wesentlichen von den Landesjägerschaften Niedersachsens und Schleswig-Holsteins gelegentlich auch mit Naturschutzorganisationen zusammenbetrieben betreut werden. Das sind sogenannte Seehundjäger, die praktisch früher für die wirkliche Bejagung der Seehunde zuständig waren, die heute aber vor allen Dingen für die Heulerbetreuung und die Seehundstationen zuständig sind und auch letztendlich natürlich sehr viel Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit machen. Diese Heuler einzusammeln ist natürlich eine, vielleicht biologisch jetzt nicht unbedingt, wichtige Maßnahme, aber es ist natürlich eine Tierschutzmaßnahme, ganz klar. Und es ist vor allen Dingen natürlich auch eine Maßnahme der Öffentlichkeitsarbeit und der Umweltkommunikation, die unendlich viele Menschen dort in der Küste, auch gerade Touristen, an diese Tiere heranführt so ein bisschen. Und jeden, der dort in der Nähe ist, kann man empfehlen, mal so eine Seehundstation auch mal zu besichtigen. Was kann man aber jetzt draußen tun für den Schutz der Seehunde in der Natur? Das ist eine ganz spannende Frage. Wir hatten ja in den 1980er Jahren mal ein sehr großes Seehundsterben. Heute wissen wir, dass das im Grunde verursacht war durch eine Überpopulation, Klammer auf Nichtbejagung, also hier kann auch Nichtbejagung durchaus mal problematisch sein, die dann zu einer Infektionskrankheit aus dem Formenkreis der Staupe geführt hat. Und die Seehunde sind dann sehr in großer Zahl an Staupe eben verendet und an die Küsten gespült worden. Es gab auch in der Presse ein sehr, sehr kritisches Echo dazu. Diese Staupe-Infektion war sicherlich durch Überpopulation bedingt, war sicherlich aber auch durch Schwächung des Immunsystems bedingt. Wir wissen im Moment gar nicht so genau, was genau diese ganzen Schadstoffe, wir heute haben es vor allen Dingen mit den PCBs zu tun, in unseren weltweiten Ökosystemen, was diese Schadstoffe in diesen verkürzten Nahrungsketten eigentlich alles machen. Also da gibt es wahrscheinlich auch mehrere Faktoren, die an diesem Seehundsterben beteiligt waren. Trotzdem sollte man im Grunde sich fragen, ob dieser Totalschutz, den wir heute immer noch haben, wirklich so langfristig gut ist oder nicht gut ist. Das ist ein wirklich interessantes Thema, denn wir steuern natürlich wieder eine Überpopulation im Moment hinein. Und die Frage ist eben auch, ob diese Staupe irgendwann wieder auftreten wird und wieder solche Seehundsterben, die natürlich dann zu sehr individuellen Leitsituationen der Einzeltiere, die daran sterben, dann auch führt. Ob das man einfach darauf ankommen lässt und sagt, okay, das ist jetzt Ökologie, oder ob man eben sagt, nein, wir managen hier aktiver, weil wir Menschen ja auch durchaus mit unserer Umweltverschmutzung nicht ganz unbeteiligt an der Situation sind. Also das sind Fragen, die wir jetzt hier nicht vertiefen wollen und können, die wir aber an anderer Stelle auf jeden Fall auch mal diskutieren müssen. Was wir machen können, was wir unbedingt machen sollten, ist auch natürlich Ruhezonen einrichten, Schutz vor Tourismus, also gerade das Seehund anschauen mit Booten an den Seehundbänken ist ein Riesenproblem, weil die Boote immer doch oft zu nah ranfahren, die Seehunde dann ins Wasser flüchten und wenn die mehrfach am Tag dann immer ins Wasser gescheucht werden, dann kriegen sie im Grunde auch Verletzungen, nicht dass viele hin und her robben auf dem Sand, dann verlieren sie an Energie und Ähnliches. Das sind so Punkte, wo man wirklich diese Ruhezonen ernst nehmen muss und einrichten muss und eben auch nicht dem Tourismus opfern muss. Und natürlich auch die Verbesserung der Wasserqualität ist langfristig sicherlich ein ganz wichtiges Ziel, was dem Seehund nicht zuletzt zugutekommt. Zwei andere Robbenarten will ich nur ganz kurz erwähnen, die einfach auch andere Lebensräume haben, die aber oft auch mit dem Seehund gemeinsam in der Nordsee vorkommen. Das eine ist die Ringelrobbe. Die Ringelrobbe und auch die Kegelrobbe, da kommen wir gleich, sind eigentlich mehr Arten von Felsküsten, während der Seehund klassischerweise eine Art von Sandküsten und vom Wattenmeer ist. Die Ringelrobbe in der Nordsee, im Nordatlantik, im Eismeer und der Ostsee, also mehr nordwestlich, wenn Sie so wollen, und mit einem deutlich nördlicheren Verbreitungsschwerpunkt als der Seehund, wenn wir das hier sehen, in Blau. Ringelrobbe heißt nicht umsonst Ringelrobbe, die Fellzeichnung dieser Robbenart hat im Grunde so kleine kreisförmige Flecke, die dann so wie Kringel aussehen. Und last but not least die Kegelrobbe. Die Kegelrobbe
heißt jetzt nicht wegen der Kegel auf dem Feld, die hat sie nicht, sondern sie heißt deshalb Kegelrobbe, weil sie kegelförmige Zähne hat. Und sie kommt eigentlich auch in der Nordsee, im Nordatlantik, im Eismeer, aber auch in der Ostsee vor. Also auch auf Rügen zum Beispiel kann man Kegelrobben sehen und ist eben auch ein typischer Bewohner von Klippen und von Geröllküsten. Hier sehen wir in etwa, also doch nicht ganz so weit nördlich wie die Ringelrobbe, aber auch nicht ganz so sandküstenorientiert wie der Seehund. Die Kegelrobbe, die kann man bei uns, wie gesagt, gerade in der Ostsee auch schon mal sehen. Gut, mehr dazu jetzt erstmal nicht. Wer an den Robben Interesse hat, dem sei die einschlägige Literatur auch empfohlen. Ist ein spannendes Thema, auch sich mit weiter zu beschäftigen für uns, aber erstmal soll an dieser Stelle das genügen. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich auch und sage bis zum nächsten Mal. Da geht es dann weiter mit den Vogelarten. Wir sind mit den Säugetieren jetzt durch. Und viel Spaß bei der Nacharbeit der Veranstaltung. Tschüss.